Ja, hallo liebes Podcast-Freunde. Hier in Böblingen tagten ja am Wochenende die Grünen und wählten ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Diesmal haben sich ja die Realos durchgesetzt, ne? Hier Özdemir zum Beispiel. Aber da gibt es ja noch viele Probleme zwischen Fundis und Realos. Viele Fragen sind ungeklärt. Zum Beispiel das Thema Auslandseinsätze. Die Realos sagen, ja, muss man ab und zu halt mal machen. Und die Fundis, ja, aber nur, wenn die Soldaten mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin gebracht werden. Aber im Moment ist alles friedlich bei den Grünen. Erfolgswelle, ja. Sogar Claudia Roth wurde ja kürzlich wieder zur Parteivorsitzenden gewählt. Ja, am Ende haben die Grünen halt doch immer ein Herz für Kröten. Ja, so. Weniger harmonisch geht es natürlich weiterhin zu in der Bundesregierung. Ja. Eine neue großartige Idee aus dem Ministerium von Frau Christina Schröder, der politischen Ziehtochter des hessischen Brechreizerregers Roland Koch. Ja. Diesmal, tolle Sache, Frauen, die zurück in den Beruf wollen, sollen Gutscheine für Putzhilfen bekommen. Ja, ich warte nur drauf, bis die CSU sich meldet und sagt, aber 150 Euro für jede Frau, die daheim noch selber putzt. So sieht's aus. Aber Streit gibt's leider auch hier im Kreis. Es geht um die Erweiterung eines großen bekannten Einkaufszentrums, der Sindelfinger Gemeinderat einfach so zugestimmt hat, ohne die Nachbarn zu fragen. Jetzt gibt's Streit, ne? Und Hauptzielscheibe Sindelfings OB Bräuniger, der das Föhringer Land einfach vergrößern lassen. Aber vielleicht sollte man ja gar nicht so viel streiten und sich aufregen, denn am 21.12. geht laut Maya-Kalender ja sowieso die Welt unter. In diesem Zusammenhang hat eine russische Firma eine originelle Idee. Sie bietet einen Werkzeugkasten für den Weltuntergang an. Ja, Inhalt zum Beispiel ein Strick, Streichhölzer, Wodka und ein Stück Seife. Hä? Ja, wenn die Welt untergeht, dann sollte man wenigstens frisch gewaschen sein. Ja. Interessant ist aber auch, was diese Firma sonst so macht. Sie ist ein Hochzeitsveranstalter. Ja, Hochzeit und Weltuntergang, für manchen kein großer Unterschied. Da wenig Spaß gab es dieses Jahr auch beim Böblinger Weihnachtsmarkt. Schlimme Zustände, ja, hier sehen wir es schon. Dauerregen hatte den frisch sanierten Untergrund stark aufgeweicht. Da muss man fast aufpassen, dass man nicht versinkt und im Matsch verschwindet. Ja, viele haben sich aufgeregt. Unmöglich wieder mal, hä? Aber ich glaube ja, das war Absicht der Böblinger Stadtverwaltung. Die haben nämlich gehofft, der Sindelfinger OB schaut auch mal vorbei und dann ein Fehltritt an der richtigen Stelle und blub, 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 ledig. So. Was haben wir noch? Immer sehr schön auch Urteile aus der Welt der Justiz. Polizisten in Spee dürfen tätowiert sein. Ja. Ein Mann aus NRW wollte Polizist werden, die Polizeiausbilder haben aber gesagt, nee, der kommt nicht zu uns, der ist tätowiert. Ja, er hatte nämlich zum Beispiel das Tattoo einer Frau mit zugebundenem Mund, ein Totenkopf-Tattoo und seinen Kampfhund tätowiert. Hey, also ich bin der Meinung, dieser Mann muss eine Uniform tragen, damit man ihn von den Kriminellen unterscheiden kann. Die Richter, sehr salomonisch, haben gesagt, naja, der Mann könnte im Dienst doch immer lange Kleidung tragen, damit man die Tattoos nicht sehe. Ja, sozusagen ein verdeckter Ermittler. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Skandal hier in der Vorweihnachtszeit. Ne? Da werden auch viele Kinderbücher verschenkt. Aber eine Studie hat herausgefunden, Kinderbücher sind Umweltkiller. Ja, viele Kinderbücher werden nämlich aus Tropenholz aus gefährdeten Regenwaldgebieten hergestellt. Unglaublich, ne? Vor allem zum Beispiel auch Titel wie Wunderwelt des Wissens, der Regenwald. Ja, wenn unsere Kinder und Enkel sich dann mal beschweren, dann muss man auch deutlich auf ihre Verantwortung hinweisen. Papa, warum gibt's kaum noch Regenwälder? Weil Rotzer wie du zu viel Kinderbücher gelesen haben. So viel Krombacher kann ich gar nicht wegsaufen, um das wieder reinzuholen. Ne? Ja, und zum Schluss noch ein tragisches Schicksal, auch kein schönes Weihnachtsfest, wird eine Postbotin aus dem Zustellbezirk Nufringen haben. Ja, der war das irgendwie 2 Jahre lang zu viel mit der Post und deshalb hat sie sehr oft Postsendungen bei sich im Keller gelagert und sie nicht ausgetragen. Ja, jetzt wissen wir wegs, woher der Satz kommt, ich habe einen Brief aufgegeben. So, in diesem Sinne, passen Sie auf, bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Schreckberger.